Kannst mich ja als Aufgang nehmen. Nee, sie ist bekloppt. Warum ich hier mitmache, der kann ja nicht weglaufen. Das ist toll. Sie will ihn. Ich bin der Peter, schön, dass ich hier bin. Dein Partner muss aktiv im Bett sein. Stillstand ist für mich tödlich. Und ob Männlein oder Weiblein, bin ich offen. Tatsächlich. Ich war überrascht. Mein kaltes Trash-Herz schmilzt. First Dates Hotel Folge 2 ist mega. Oh, das muss man können, das kann nicht jeder. Vor allen Dingen so, wie ich das mache. Hier so dieses... Ich heiße Britta. Ich möchte mich nochmal verlieben. Weil das ist ein schönes Gefühl, was ich, glaube ich, verdient habe, mal wieder zu haben. Oh, herrlich. Bin sowas von bereit für die große Liebe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Baby. Wunderschöner Outfit. Die Singles, die zu mir passen würden, die treffe ich einfach nicht. Nicht jeder kann so einen Fächer wedeln wie sie. Ja, ja. Stimmt natürlich, als Joey Heindle das erste Mal einen Fächer in der Hand hatte, hat er probiert, ihn als Löffel zu benutzen. Die Britta ist sowas von ready und kann es euch kaum abwarten, sich zu verlieben. Sie fühlt sich also wirklich genau wie ich beim Betreten des Ferrero-Werkverkaufs hier in Offenbach. Ich bin auch sehr speziell, glaube ich. Wie war dein Leben bis jetzt? Nicht normal. Dein Partner muss für mich aktiv sein. Das ist sehr wichtig. Der muss aktiv im Leben sein. Der muss aktiv im Bett sein. Holy die Weife. Stillstand ist für mich tödlich. Weil dann können wir einpacken. Das bin ich. Ey, die Britta hier, oder? Die klopft erstmal direkt alle unangenehmen Dinge ab. Und wir fragen uns jetzt natürlich alle, woher sie eigentlich die Waschmethoden von Fabio aus dem Dschungel bezüglich seiner Unterwäsche kennt. Beim letzten Mal eingecheckt hatte Stefan. Ah, oh, es hupt. Okay. Kevin? Ja? Machen wir gleich in die Hose, ne? Hast du schon Durchfall? Es qualmte, es stank, es roch. Und ich saß mittendrin. Ich bin so nah am Darm, ja. Du musst einfach Folgendes denken. Du bist Lady Gaga, stehst auf einer Bühne und guckst einfach ins Leere. Moralischen Push in den Bubbles. Ne? Den brauchen wir manchmal. Ich glaube, der Stefan wird uns heute noch viel Spaß bereiten. Hast du schon Durchfall? Das ist ja wirklich auch die Frage, die sich Gäste nach dem Dessert in Steffen Henslers Restaurants gegenseitig stellen. Ach nee. Ich hatte irgendwie Schwierigkeiten mit meinem T-Shirt. Nee. Ich brech mir den Arm, ey. Aua. Ich kam nicht raus. Ich wusste mir nicht zu helfen. Da habe ich gesagt, ich rufe die Rezeption an. Wenn ich nochmal irgendwas habe, ich cool, sag Bescheid. Ja, bitte, kenne ich für der Unterhose. Betreutes Wohnen. Ist das nicht toll? Er ist nervös und kämpft mit dem T-Shirt. Wenn jetzt noch ein Wandtattoo und Prosecco zu sehen wären, es könnte einfach eine Folge der Shopping Queen sein. Mein Name ist Hans-Jürgen. Hallo, Roland. Das ist ein guter Händedruck. Ja, ich bin ein Mann. Jetzt können wir uns aber auch loslassen. Oder du so, lässt ein bisschen nicht los. Ich sehe mich nicht als unvermittelbar. So kann ein 72-Jähriger aussehen. Ich habe keine Traumfrau, denn dann würde ich ja weiter im Traum leben und ich suche eine reale Frau. Ein Wortakrobat lieben wir sehr und er meint natürlich eigentlich, dass er neue Gesichter sucht. Patricia Blanco hat also entsprechend schon ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Kann ja nicht wahr sein, oder? Wie unfassbar jung kann man denn bitte in dem Alter aussehen? Ich würde mir wünschen, meine Kniegelenke wären noch so beweglich wie er hier. Ich bin der Fatih. Erleb dein Leben, als wäre es dein letzter. Ich glaube, das trifft es am besten bei mir. Wir sind die Letzten. Die Letzten kommen immer zum Schluss am besten. Oder wie sagt man das? Das Letzte kommt zum Schluss. Yes, no. Ach, no. The main character is joining now. Ein Hotel voller Singles. Das wird, am liebsten würde ich bei jedem klopfen. Hallo? Nee, nein, du nicht. Hast du schon mal sowas erlebt? Ich war bei Deutschland sucht den Superstar. Hast du Lust, etwas für mich zu singen? Counting days, counting days. Ich treffe damit wirklich oft ins Volle. Ich möchte einfach sowas wie Bonnie und Clyde haben. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch das Gedudel hier anhören. Die letzte, die so einen steinigen Weg zum Erfolg hatte, ich glaube, das war wirklich Yvonne Welke. Am liebsten würde ich bei jedem klopfen. Das ist wie so ein Adventskalender hier. Hinter jeder Tür wartet eine verheißungsvolle Überraschung und auch ein potenzieller Partner. Oder wie unser Freund Ronald Schill sagen würde, der Gang über den Flur des Jugendgerichts. Moin. Hallöchen, moin. Morgen. War mir gestern Abend echt so ein bisschen unsicher. Warum? Ich habe es nur nicht gesehen. Wir haben was organisiert für euch. Eine Schnitzeljagd. Genau. Werden sehen, nachher lose ich ja. Und sie zeigt. Bin ein Mensch, der sehr gerne Rätsel löst. In welchem Jahrhundert wurde die Kathedrale von Palma de Mallorca erbaut? Guck mal, da ist was. Warte. Sie ist ein sehr ungeduldiger Mensch. Halten.
Ob ich mit so einer Ungeduld zurechtkomme? Zack, 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 guck mal, hier ist er doch. Und ich bin dann schon 10 Schritte weiter. 13. Jahrhundert. Ich lasse ja die Frau machen. Dann wäre nicht gleich Streit haben am ersten Tag. Wie, was? Wann wurde die Kathedrale erbaut? Ist das für Marco völlig wurscht. Sorry, liebe Freunde von Vox, aber mit allem, was die 40-Jahres-Grenze überschritten hat, gibt er sich doch aus Prinzip nicht ab. Katrin will hier einfach Nägel mit Köpfen machen und das blöde Rätsel hier vorantreiben. So ein bisschen hektisch nach Sachen aus dem Mittelalter suchen. Bei Mario Barth auch besser bekannt als Bühnenprogrammkonzeption. Na, hi. Okay, ich kenne seinen Namen nicht. In ihren Namen nicht, seinen Namen nicht. Mir ist spezifisch wirklich nicht wichtig, was es für ein Geschlecht hat. Mir ist es einfach wichtig, was es für ein Mensch ist. Es ist halt jetzt einfach so. Es ist vielleicht auch so wirklich ein offenes Outing für jeden. Ich will mich nicht verstecken. Tu ja nichts Böses. Hat schon viel zu lange gedauert. Lego. Ich hätte einen Mann für dich, ist es okay? Ja, ja. Lernen wir mal kennen. Hm? Wahre Worte. Wie schön, lieber Fatih. Jeder einzelne Tag, an dem man sich verstecken muss, ist scheiße. Und gucken wir uns doch einfach mal den Fatih hier an, was für eine coole Ausstrahlung der hat und wie glücklich der ist. Und genau darum geht's. Glücklich sein. Und dafür sollte man sich nicht verstecken. Was ist hier bitte mit Vox los? Was haben die hier für Kandidaten? Guck mal, der scheint wirklich super sympathisch und nett zu sein. Und tatsächlich, wenn er von inneren Werten spricht, dann können wir, glaube ich, echt davon ausgehen, dass er sowas wie Charakter meint. Im Gegensatz zu allen anderen Dating-Sendungen, da hat jemand tolle innere Werte, wenn jemand den Blick für den besseren Kamerawinkel hat. Hallo, ich bin der Peter. Schön, dass ich hier bin. Ich kann lachen. Weltklasse. Ich gehe gern feiern. Ich fahre Mountainbike gerne. Ich segel gerne. Ich fahre gerne Ski. Was hast du für eine Energie? Zwei Temperamente. Arbeite mit Händen, mit Füßen, mit Sprache. Also das schon. Du möchtest mir was trinken? Wenn du mittrinkst, trink mir beide. Das ist ja auch Urlaub. Ja, bin ich in Urlaub? Dann wird's umso lustiger. Ja. Leute, die morgens um kurz vor 9 im Büro genau die Energie haben von Peter. Ich hasse alles. Also, ich glaube, wir merken alle, dass hier in diesem Hotel andere Regeln gelten. Würde man sonst halt an der Rezeption einen trinken wollen, dann wäre die Hotelrechnung schon um 100 Euro erhöht worden, bevor man überhaupt eingecheckt hat. Busenladen ist zu. Bitte. Nein. Hallo. Wie geil ist das denn? Kennt ihr euch? Nein. Oh Gott sei Dank, er sieht gut aus. Die Begrüßung war schon sehr herzlich, was ich sehr schön finde. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich werde 30. Ich bin 35 jetzt. Super alt. Aber eine ganz frische 35. Man hat ja immer solche im Freundeskreis, na, die ersten scheiden sich schon wieder. Wie sieht's denn bei dir aus mit Familiengründung? Du haust aber gleich schon die knallharten Dinger raus. Sag niemals nie, ne? Mhm. Wenn ich da jetzt mal wirklich 5 Jahre, 10 Jahre, bis ich mit einem Partner da zusammen bin, dann ist es vielleicht was? Finde ich, ist es schon zu spät. Und das ist halt für mich wirklich ein sehr wichtiges Kriterium. Ich hatte noch nie so ein Date, wo es irgendwie direkt so krass irgendwie gepasst hat. Also die Frage nach dem Kinderwunsch, die kann jetzt wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen weird wirken, aber wenn es Fatih wichtig ist, ist sie vollkommen essentiell. Das ist so ein Ding, da gibt es überhaupt keinen Kompromiss als Antwort. Deswegen hat er auch vollkommen recht. Ist eine Frage, die einfach früh beantwortet werden sollte. Besser bekannt auch bei Bauer sucht Frau als: Hast du einen Führerschein? Was ist denn eigentlich so dein Typ Frau? Ich habe gar keinen so richtigen Typen Frau. Wäre ich denn dein Typ? Dein Gesicht. Ich glaube, dafür fehlt das Flirten, glaube ich, um das rauszufinden. Also dadurch, dass ich ja diesen Gutschein von dir noch habe, würde ich den unheimlich gerne einlösen. Und natürlich, um noch ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Okay. Das haben wir, glaube ich, alle gemerkt. Der Marco hat da ein bisschen geflunkert. Ja, natürlich hat dein Typ Frau Hauptsache Puls. Stimmt, aber ne, sie hat noch diesen Gutschein. Ja, ist ein Gutschein, der sehr viel über einen aussagt und verrät. Das gilt im Grunde auch tatsächlich für jeden, der einen Jochen Schweizer Gutschein verschenkt. Ich bin Anna. Ich bin Single seit... Wann war ich Single? Über ein Jahr. Wo ist denn das scheiß Problem? In meinem Leben fehlt mir ein richtiger Mann, der mal Eier in der Hose hat. Und nicht so ein Waschlappen. Die berühmte Eier. Mhm. Rüdiger. Genau. Spanisch für Sekt. Nimm ich. Sonst willst du ein bisschen runterkommen. Gott. Prost. Zwar muss sie sich wirklich die Leidensgeschichten der Gäste anhören oder teilweise auch aus irgendwelchen T-Shirts raushelfen. Also und natürlich dazu auch noch so tun, als würde sie die Witze von Roland Trettl lustig finden. Aber die Vorteile überwiegen einfach für sie bei dem Job. Alk, so viel sie will und vor allem auch so viel sie hier braucht bei den Gästen. Du bist aber groß. Ist das ein Problem
Ja. Zu groß. Ja, ja. Ich bin 1,82. Wenn ich hohe Schuhe anhabe, 1,90. Also Giraffen-Style. Trauen sich dann halt nicht, ne, mich anzusprechen und so. Was sehr schade ist. Wenn er jetzt, sag ich mal, 1,80 ist und der gefällt mir aber wirklich, dann egal. Warum ich hier mitmache, ist halt, der kann ja nicht weglaufen. Das ist toll. Die Anna braucht also einen richtigen Mann, wie sie sagt. Aber immerhin kann sie ja mit ihrem antiquierten Rollenbild auf jeden Fall mal bei Bares Ferraris absahnen. Ich glaube, ich finde sie doch ganz witzig. Mit Anna kann man vermutlich gut einen saufen gehen. Freunde, es geht sofort weiter. Falls ihr noch nicht in unserer Community sein solltet, einfach kurz den Abo-Button drücken. Lohnt sich. Weiter geht's. Natürlich, mich gibt's im Jogginganzug daheim. Geil, ne? Lieben wir. Graue Jogginghose, weil mir sieht schön aus. Grau? Ich hab. Warum grau? Meistens grau. Da sieht man immer das Paket. Oder? Ich glaube schon, dass es ihn mit mir hätte auch schlimmer treffen können. Wir haben auf jeden Fall geflirtet. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ab und zu auch mal eine kleine Berührung. Das ist mega schön. Ich mag so etwas. Mein Lieblingsdate bis jetzt. Danke, Jungs. Das hier nicht. Du hast übrigens sehr schöne braune Augen. Du hast so ein grün-blau. Was glaubst du, warum ich grün angezogen habe? Ich weiß, das wollte ich dir eigentlich eben schon sagen, aber ich habe gesagt, ich warte noch. Oh Leute, nach all den Jahren Trash-TV spüre ich tatsächlich das erste Mal bei jungen Menschen, also bei Menschen in deren Alter, über den Monitor, dass es irgendwie knistert. Meine Güte, ey, das matcht ja schon echt total. So viele sprühende Funken sieht man tatsächlich sonst nur hinter dem Auto von Mike Heiter, wenn er Kim Virginia im Rückspiegel auftauchen sieht. Es ist immer zu zweit schöner. Ja, ich sag mal, sie sollte eine tolle Figur natürlich haben. Ja, aber ich bin nicht gebunden an Haarfarbe oder Augenfarbe. Sind wir hier gelandet? Ich vermisse Kuscheln. Ich vermisse, auf die Stirn geküsst zu werden. Ich vermisse Koseworte, mein Schatz, mein Schmuckstück. Soll ich kommen? Ja, klar. Wie du schon schön gehst. Ich schwebe. Okay. Oh, 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 oh. Entweder wird es das beste Blind Date meines Lebens oder es wird ein schöner Abend werden mit einem netten Menschen. Und das sind so zwei gute Optionen. Oh, wow. Hallo. Hallo, meine Güte. Ich liebe es, wenn sich Menschen zu besonderen Situationen rausputzen. Völlig egal, in welchem Alter, finde ich so schön. Also ich finde, da hat sie auf jeden Fall einen Punkt, das Beste aus der Situation machen. Und ich glaube, das ist manchmal echt so ein Mindset, was total hilfreich ist. Sie geht so oder so glücklich aus dem Abend, so wie Bauer Patrick, wenn ein Spiegel in Reichweite ist. Ich bin der Peter. Ich fang mal so an, ja? Grüß dich, Peter. Ja. Ja, gleich direkt, ne? Charmant, Manieren. Na, bitte. Dankeschön, ja. Dankeschön. Aber die Größe hat mich schon ein bisschen gestört. Das kann sich ja ändern, das weiß ich nicht. Aber das ist so das erste Gefühl. Guck mal, ich hab dir das mitgebracht. Das ist das aus dem Norden? Das ist der berühmte, rüchtigste Braunschweiger Löwe. Ah, okay. Das ist aber sehr, sehr nett. Und ich sehe schon schöne Düfte. Ich dachte, die mag ich sehr gerne, vielleicht sogar an dir. Ja, guck mal, probier's, das können wir einfach mal wir auf. Probieren das und du schnupperst dann mal, ob es an mir auch gut riecht, ja? Das ist ja, mach ich. Damit es lustig wird, du musst das mal aufmachen und dann guckst du mal, was da für ein Spruch drauf ist. Okay, ja. Ich okay. Fang mal an, ja? Ja. Schmatzi für Schatzi. Schmatzi für Schatzi. Ernsthaft? Also, immerhin wissen jetzt, wer sich die Motto-Shirts bei Nanunana ausdenkt. Ey, wer kauft denn so einen Scheiß? Hast du so No-Gos oder Goes? Was meine Partnerauswahl trifft, bin ich offen. Ob Männlein oder Weiblein. Tatsächlich. Ich war überrascht. Du musst reinkommen, da muss eine Aura sein. Ach geil. Und du verliebst dich in die Person. Voll. Find ich mega. Optik bringt zusammen, aber das Innere hält zusammen. Ich finde, das Date läuft super. Ich glaube, dass wir intellektuell auf jeden Fall auf einer Ebene sind. Ich glaube auch, dass er mir die Stirn bieten kann, was mir sehr wichtig ist, weil ich sag immer, Iron schärft Iron. Ich gebe zu, als ich Stefan das letzte Mal kennengelernt habe in der ersten Folge, verlinke ich euch hier, sensationelle Folge. Ich habe ihn anders eingeschätzt. Und ich finde, hier merkst du einfach, je mehr die beiden übereinander erfahren, desto vertrauter werden sie und desto mehr mögen sie sich. Und da haben die beiden auf jeden Fall einen enormen Vorteil gegenüber den Dates beim Bachelor. Je mehr die Frauen über den Bachelor fahren, desto weniger mögen sie ihn. Freunde, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es euch hier vorm Handy oder vor dem Bildschirm geht, aber ey, wenn man die beiden sieht, ich würde am liebsten direkt losdaten, um auch mal sowas zu erleben. Also, dass ein Date so schön sein kann. Es ist lustig. Mich nennt jeder Flamingo. Ich liebe Flamingos. Das ist mein Spitzname. Ich habe hier nämlich... So ein pinken hinten drauf, siehst du? Ein Flamingo. Natürlich, natürlich.
Okay, das ist schon sehr creepy gerade. Warum hat er ein Flamingo? Oh, naja, jetzt ist es zu spät. Das sind die schwulsten Tiere, die es gibt, die Flamingo. Die mit einem Bein so da und sind dann noch rosa dazu. Also sorry, Klischee mehr geht nicht. Das hast du recht. Müssen wir auch nicht irgendwie billige Zoten machen. Das ist einfach schön. Der eine hat einen Spitznamen Flamingo und der andere hat einen tätowiert. Hoffentlich machen das jetzt nicht mehrere Paare nach. Würde auf jeden Fall komisch aussehen, würde sich Stefan Effenberg eine giftige Natte auf die Wade tätowieren lassen. Ich habe meinen Hula-Hoop-Reifen mitgebracht. Wenn man Sport macht, darf man ja eigentlich keinen Alkohol trinken. Ne? Bist du sehr sportlich? Eigentlich bin ich voll faul. Echt? Das ist meistens immer eine Stunde oder so. Zocke dann dabei, Musik hören, dies, das. So. Eine Stunde lang. Du brauchst halt einen Hüftschwung. Yo. Oh, kannst du knicken mit den Männern. Ich gebe zu, ich habe es noch nie hinbekommen, aber es heißt ja immer, wenn man es einmal raus hat, dann ist Hula Hoop überhaupt nicht schwer. Und dann wäre das ja auch die perfekte Sportart für 24 Tim, so wie dabei alles nur um ihn kreist. Was sind denn für Hobbys? Ich fahre ganz gerne Motorrad. Okay, das ist ja gar nicht meins. Jeder soll seine Freiräume haben. Aber was Gemeinsames sollte man auch haben, ja, ne? Absolut. Ja, ich tanze zum Beispiel sehr gerne. Was? Okay. Ich tanze auch gerne übrigens. Sehr lustig, auch humorvoll, was ich sehr schätze an Peter. Ist doch so, und ne? Ich, weil lachen können wir schon. Ich habe 3 Kinder. 3? Die Tochter, die habe ich, die ist 15. 5 Jahre keinen Kontakt mehr. Oh, schade. Mhm. Gar nicht. Wir sind gerade auf einem ganz guten Weg. Uns wieder anzunähern. Und freut mich. Ich finde es so cool, dass sie da so echt reagiert und das genauso sagt, weil ja, es ist auch schön, dass die beiden wieder in Kontakt stehen. Und ja, ich glaube, darüber kann man sich auch nur freuen. Bei denen merkt man schon, dass sie sich irgendwie sympathisch sind. Aber gerade bei Britta, da fehlt was. Das ist wie mit einer Mittelklasse-Limousine zum FDP-Parteitag zu fahren. Ist nicht besonders schlimm, aber halt eben auch nicht erfolgsversprechend. Ja, ich bin der Flo, ich bin Soldat. Are you nervous? Sorry, it's okay, ne? Yeah, exactly. Nervous zu sein. You have to be a little bit. Yeah, yes. Handball spiele ich im Verein, bin ich Torwart. Der Bekloppte. Der die Bälle aus 2 Metern quasi in die Fresse bekommt, na, auf gut Deutsch gesagt. Ein Cover, Orangensaft oder Wasser? Ein Bier gibt's nicht. Schönes, geil. In dem Fall bräuchte man einfach mal ein Bier. Du bist einfach der Biertyp. Meine Freunde sagen über mich, ja. Zuverlässig, bin bei jeder Runde Bier eigentlich zu haben. Das ist ein guter Küsser? Ach, ich denke. Ganz gut, oder? Hat doch keine beschwert. Na, Florians Hobby ist es, Bällen auszuweichen, damit sie nicht in seinem Gesicht landen. Ja, also im Prinzip genau das Gleiche, was Amy Ross auch auf ihrem OnlyFans-Kanal macht, oder? Florian wirkt so ein bisschen, als wäre er der praktische Typ. Also auf jeden Fall ist sein Englisch, ähnlich wie meins, auf dem gleichen Stand wie das Humorlevel von Peters Schatzi-Schmatzi-Wortspielen. Es heißt, wer einen Flamingo sieht, dem würde bald die Liebe begegnen. Könnte passen. Ich habe die Rechnung für euch dabei. Jetzt schon? Jetzt schon. Gut. Ja, dann kannst du sie mir geben. Sowas imponiert mir schon. Und das fand ich auch schön, weil man hat ihm gesehen, dass er es nicht für selbstverständlich hält. Bin nur ein bisschen am Schwanken, ob er wirklich das mit der Familie in der Zukunft irgendwann, also eine eigene Familie, gründen möchte. Wie sieht's aus? Wollt ihr ein zweites Date? Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Gerne ein zweites Date. Also Stefan hat ja nicht ausgeschlossen, dass er eine Familie möchte. Er hat ja nur gesagt, dass er gerne in einer längeren und festen Partnerschaft wäre, um genau den Schritt zu gehen. Und das ist übrigens eine Einstellung, die sich tatsächlich viele Paare aneignen sollten, bevor sie Kinder bekommen. Das können sie hoffentlich klären. Beide wünschen sich ein zweites Date. Das First Dates Hotel hat einen neuen Gast. Ich bin die Manuela. Wenn ich einen Mann sehe, dann muss ich mir vorstellen können, ihn zu küssen. Wenn das Küssen stimmt, dann stimmt auch meistens der S***. Was gibt es Schöneres? Ah, ja, also, die hauen hier aber auch echt alle so unverblümt raus. Das ist halt so das Ding, wenn man tatsächlich weniger Medienerfahrung hat, als Mike heiter Tage, an denen Kim Virginia nicht über ihn spricht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Nein, jetzt fangen wir erstmal an, ne? Hat schon ein paar Antworten gegeben, wo ich gedacht habe, oh, da setzt einer mal schon nach. Das habe ich schon gespürt, ja. Ich glaube, da ist schon ein bisschen Sympathie, denke ich schon. Peter hat mich ganz galant, charmant, nach alter Regel, nach Kniggemanieren eingeladen. Und ich finde es mega toll, dass er so spendabel war. Spaßvogel, so. Doch, war toll. Ja, war eine ganz tolle Bereicherung schön, für mich. Schön, freut mich. Ich möchte
ein zweites Date? Ich möchte kein zweites Date mit dir machen. Ja, danke für die Einladung. Weil dieser Funke ist bei mir nicht rübergekommen. Der ist wichtig. Leider eine Abfuhr von Britta, obwohl die beiden sich gut verstanden haben. Aber wir haben es ja schon so ein bisschen abgesehen. Ja, eine ganz tolle Bereicherung. Schön, für mich. Freut mich. Ich beim großen Galileo-Wasserrutschentest. Fatih macht mich irgendwie ein bisschen nervös. Bei mir kribbelt es ein bisschen. Krieg ich euch das? Das ist Bodypainting. Okay, jetzt geht's rund. Ich meine, man kauft die Katze ja nicht im Sack, deshalb muss man schon mal ein bisschen gucken, ne? Jetzt möchte ich gerne ein bisschen in die Tiefe gehen und dann noch ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln. Bitte lass es Sperma sein. Du bist schon so ein gefühlsvoller Typ, oder? So, ja. Das kitzelt. Und da war auch dieser Körperkontakt. Und der muss ja auch harmonieren. Meine erste Berührungszeit weiß ich nicht, wie lange. Yes. Ihr wisst, ich liebe Trash. Zum Beispiel gerade Gina Lisas neue Doku verlinke ich euch hier in der Infocard. Die ist wirklich Trash pur. Wie schön sind so normale und entspannte Menschen. Die machen ihr Bodypainting und das ist völlig normal. Wenn es das bei Aito oder anderen Sendungen gibt, dann sollen sie irgendwie malen, wie sie halt knick-knack-dick haben. Ja, natürlich fragen sich dann die Kandidaten, wie sie bitte in 5 Sekunden irgendwas auf die Leinwand bringen sollen. Natürlich kann das auch ein Weg sein. Annäherung durch Körperkontakt oder wie Calvin Klein sagen würde, hä? Wie denn sonst? Bist du doof? Natürlich bin ich eitel. Sex ist mir äußerst wichtig und das wäre auch natürlich bei einer zukünftigen Partnerin für mich sehr wichtig. Hi. Hi. Ich habe schon eine Sitzung für dich. Die Gefühle spielen sich hier ab. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich habe lange auf dich gewartet. Hast du das? Da war schon eine zugewandte Sympathie da, ein schönes Dekolleté gehabt. Ja. Sowas finde ich bei einer Frau immer sehr ansprechend. Wie alt bist du? Ich bin 72. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus für sein Alter und hat sich gut gehalten. Das Dekolleté stimmt. Das ist die Hauptsache, ne? Aber ist auch verständlich, dass er anfangs nicht aufgestanden ist, als er hier gerade reingekommen ist. Er hat das sich gerade so gut im Glas gespiegelt. Die Thematik Kinder. Ja. Das war so, gefühlt kam es mir so rüber, als wärst du dann noch sehr unentschlossen. Da brauche ich dann tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit. Worin bestätigt sich denn die Sicherheit? Sehr verlässlicher Partner. Mhm. Vertrauen und eine gut funktionierende Familie, dass ich diesem Kind einfach diese Geborgenheit und diese Familie auch vermitteln kann. Perfekt. Perfekter geht's nicht. Fand ich super, seine Antwort. Fatih Picasso und Stefan Da Vinci. Ich hätte keinen besseren Datepartner hier haben können fürs Dates Hotel. Es war alles dabei, auf was ich Lust hatte. Ja. Fummeln, Deep Talk. Bei Fatih und Stefan hat die Redaktion wirklich ganze Arbeit geleistet. Und so wie die beiden sich verstehen, wird das wahrscheinlich nicht in 10 Jahren was mit der eigenen Familie, sondern vielleicht sogar ein paar Monaten. Das ist wirklich so eine gute Antwort, die ihr hier gerade gibt. Kinder kriegen sollte wirklich gut überlegt und auch gut geplant sein. Denn Wollnis ist gerade vor lauter Lachen das Album mit den Geburtsurkunden runtergefallen. Schick, schick, elegant, pompös. Was wäre so dein Wunsch? Oh, Gott, dein Himmel. Auch selbstbewusst. Nicht jeden Tag vorm Spiegel stehen und sagen, boah, ich bin jetzt zu fett oder so. Ich stehe auf Ärsche. I like big butts and I cannot lie. You all need. Geht doch. Sieht einfach nur geil aus. Scheiß die Wand an. Ich war übelst nervös. Dann habe ich halt den Wein gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich kippe ihn mir rein. Ging auch gut. Ich gebe zu, das könnte so ein kleines bisschen ich sein in der Situation. Anna macht sich mit einem Schlückchen Wein locker. Und das kann funktionieren, aber auch mal nach hinten losgehen. Ein Tropfen zu viel kann unangenehme Auswirkungen haben. Frag einfach mal Elena Miras und Mike Heiter. Die sind dadurch Eltern geworden. Herr Florian steht auf Ärsche. Deswegen hatten sie auf jeden Fall probiert, den Marco so weit wie möglich von ihm fernzuhalten. Nicht, dass er mit dem durchbrennt, noch bevor er sein erstes Date hatte. Also mein Typ Mann halt ein bisschen, ja, am besten jemanden, der so halbwegs ist, so wie ich, so. Deine Lache ist sensationell, die ist ansteckend. Bisschen Angst macht sie auch. Da muss man halt erstmal alles abchecken, von oben bis nach unten, wie sie trinkt, isst, ja. Mal was anderes als ein Bier, oder? Ja, fruchtig. Ja. Erfrischend. Fruchtig und erfrischend sitzt auch an der Bar für dich. Hallo. Hallo. Hi. Da war sie auf einmal mit ihren Hacken, war sie ein paar Zentimeter größer. War auf einmal ein komisches Gefühl, aber war danach scheißegal. Ja, also Anna will einen Typen, der so tickt wie sie. Sprich,
der ebenfalls eine Leber aus Stahl hat. Und dass das eine Basis für eine längerfristige Beziehung ist, das beweisen ja eindrucksvoll Claudia Obert und ihr Max. Ja, ich habe aber nur hohe Schuhe. Ja, so ein bisschen gefuckelt, ja. Was gefuckelt? Ich gebe dir gleich gefuckelt. Kann, glaube ich, mit mir umgehen. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Oh. Ein kühles Blondes, ein Absacker, ein Magenpeeling und Katerpillen. Wenn die Nerven am Ende sind mit mir, dann kannst du das gerne machen. Dann gönne ich mir den hier. Hoffentlich geht das gut. Tada! Bist du nervös? Ein bisschen. Ich auch. Ja. Deswegen trinke ich mich schön. Ja, gehört dazu, brauche ich auch. Flo hatte erstmal ein bisschen Bedenken, als Anna ihm gesagt hat, sie hätte ein kühles Blondes dabei. Er dachte erstmal, Froni Ferres kommt hier gleich um die Ecke. Anna schenkt dem Flo erstmal ein Arsenal an Alkohol und ja, Katerpillen. Ohne Scheiß, genau nach der Szene hat die Anna direkt eine DM von Nico Legert erhalten. Du tanzt also gerne. Ja. Ich besuche gerne die Ö-Partys. Und da tanze ich gerne so nach Musik aus meiner Generation. Disco Fox und Walzer und ganzen Sachen oder Pasadubel. Dass wir zusammen gelacht haben, habe ich dann erfreulich wahrgenommen. Das ist ein schönes Gesicht, das gefällt mir. Schon gerne. Ja, ich würde dich weiter kennenlernen. Ich möchte kein zweites Date, weil leider nicht mein Typ ist. Und ja. Ja, die Männer bekommen hier irgendwie eine Abfuhr nach der anderen, obwohl die Dates jetzt eigentlich einigermaßen okay waren. Anstatt die Pärchen mit Aktivitäten wie Bodypainting zu beschäftigen, sollte man vielleicht einfach in der nächsten Staffel drüber nachdenken, ob die Männer dann am Ende nicht einen gemeinsamen Korbladen eröffnen. Ich bin Anna. Anna. Ja, und du? Florian. Florian. Okay, du kannst mich auch Annie nennen oder Annie. Anne oder Anna Banana. Der Po von Anna. Lecker, ne? Man muss ja was anfassen, ne? Das sind so schöne Kurven. Das könnte, glaube ich, echt ein Schnuckel sein, auf jeden Fall. Der Flo. Ich glaube, das läuft. Jetzt muss ich erstmal ausziehen. Mach dich nackig jetzt, komm. Sie ist ein bisschen bekloppt, das mag ich eigentlich. Anna ist auf jeden Fall ziemlich forsch in ihrem Auftreten. Gibt garantiert Männer, die sich von genau so einer Art einschüchtern lassen, aber Florian mag's. Die beiden teilen einfach einen ganz besonderen Humor. Und genau deswegen passt es so gut und macht auch uns allen Hoffnung. Wenn die beiden Weirdos, netten Weirdos, es geschafft haben, Freunde, dann schaffen wir das auch. Bitteschön. Schweren Herzens. Jede Reise ändert irgendwas. Auf jeden Fall. Es hat so gut gematcht. Das finde ich krass. Das war wirklich ein Schicksal, was uns da irgendwie zusammengebracht hat, glaube ich. Definitiv. Da können wir uns aber entspannen, dass die beiden in Deutschland komplett getrennte Wege gehen. Das ist so unwahrscheinlich, wie dass Sarah Kern aus ihrem Ritterorden austritt. Ich hab gesehen, du bist tätowiert. Zeig. Da kann ich mir stehen. Ja, jetzt. Seh dich aus. Später. Ein bisschen Etikette muss man auch noch bewahren. Gibt es schon ein paar Gemeinsamkeiten? Ja, sie hat ein paar Tattoos. Wir mögen Wein. Sex. So weit sind wir noch nicht, aber vielleicht. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wenn er gut küssen kann, dann würde ich ihn nehmen. Er kann gut küssen. Ich habe ihn gefragt heute. Oh, ja, weißt du, was hast du das ausprobiert? Ich kannst mich ja als Aufgang nehmen. Ja. Boah, geil. Ich liebe Fleisch. Anna hat ja schon hier im Hotelzimmer Wein getrunken. Der Florian trinkt den ganzen Tag schon Bier. Und jetzt trinken sie während dem Date einfach weiter. Kleiner Trost für die beiden. Sollte das Date nicht gut laufen, können sie sich garantiert am nächsten Tag nicht mehr dran erinnern. Ja, Anna ist ziemlich direkt. Aber immerhin sagt sie, was sie will. Und schon was Besonderes, wenn man das so sagen darf. Ich hätte jetzt einfach die Schüssel genommen und da drauf gehauen. Machen wir dann. Was du denkst, das spricht es auch aus. Hat mir auch ein bisschen gefallen, imponiert. Alles. So macht das Dorfkind das. Bin dann halt einfach so, wie ich bin. So stumpf halt, ne? Das verstehe ich auch nicht. Warum nur so zwei, drei Kleckschen Soße rauf damit? So für den Moment finde ich sie echt total witzig, aber auf Dauer. Anna ist, glaube ich, echt so eine Person, die man wahrscheinlich sehr, sehr lustig oder eben sehr anstrengend findet. So oder so hat sie ein Gefühl für die Etikette, wie der Florian sagt, wie Heidi Klum für nicht fragwürdige Werbespots mit ihrer Tochter. Diese Single in diesem Hotel, die alle doch jetzt eine Partnerin oder einen Partner suchen. Es wäre schön, wenn vielleicht die eine nicht passt, die zweite ist für sie. Sicherlich bin ich auch ein wenig enttäuscht, ja, aber... Hallo. Ach, hallo. Hallo. Peter ist sehr nett. Oh mein Gott, ich bin so ein Luder. Danke dir. Ja, dann stoßen wir das mal an, ne? Ja. Bei Manuela und Peter scheint es zu knistern. Nett, oder? Ja, ja, ja. Also, ich finde den toll.
Ich merke das. Ja, das merkt man dir an. Ich bin richtig froh, dass ihr euch noch hier an der Bar getroffen habt. Er lässt sich nicht unterkriegen. Er hat vorhin tatsächlich schon überlegt, ob er irgendwie einfach schmollend davonlaufen soll. Nach der Enttäuschung wäre das hier eine ganz normale Reaktion bei Alex Petrovic. Einfach die direkte Konsequenz, wenn er seine Vanessa mal wieder einen Liebesbrief geschrieben hat. Also das finde ich schön, wie die beiden sich hier mögen. Und das ist halt einfach in dem Fall genauso wie beim Pfannkuchenbacken. Die zweite Runde ist immer besser als die erste. Die Person, die zahlen möchte, einfach Zimmernummer drauf und unterschreiben. Natürlich der Mann. Der Mann natürlich der Mann. Ist das bei dir so? Ja. Ganz ehrlich, beim ersten Date zahlt der Mann. Warum nicht? So, beim ersten Date mache ich das. Ja, und wenn wir uns wiedersehen und alles, dann kannst du auch mal zahlen. Ja. Nee, kein Problem. Nee. Klar. Nee, du bist der Mann, kannst du auch zahlen. Ich muss dich nicht durchfüttern. Ist doch eh meistens derjenige, der mehr verdient. Kann auch zahlen. Fertig. Anna bleibt ihrem traditionellen Rollenbild treu und besteht darauf, dass der Mann bezahlt. Sie kann nur froh sein, dass sie in dieser Sendung hier datet. In den meisten Trash-Sendungen könnte sie froh sein, dass sie nicht direkt irgendeine Bürgschaft unterschreiben muss. Ist schon sehr auffällig in der Sendung, dass irgendwie doch alle so davon ausgehen, dass immer der Mann als erstes bezahlt. Warum ist es eigentlich so? Also ich schreibe dir jetzt mal meine Telefonnummer auf. Ich war sehr überrascht, dass er so schnell danach gefragt hatte. Und es war für mich ein Zeichen, dass er mich auf jeden Fall weiter kontaktieren möchte. Ja? Der Abend doch lustig, ne? Oder? Ja? Ja, auf jeden Fall. Oh. An der Bar habe ich versucht, tiefer in seine Augen zu schauen. So intensiv, wie man sich das so vorstellt, wenn man jemanden richtig, richtig nett findet. Ja. Wir haben ein super Date gehabt und das verlief die Zeit einfach so in Sekunden runter. Wir haben es gar nicht gemerkt. Schlaf gut. Ciao, ja. Und plötzlich schlägt das Schicksal doch noch zu. Er verliert ihre Nummer. Auweia. Ach nö, die arme Manuela, ne, ihr erstes Date hat ihr nicht zugesagt. Und jetzt verliert der Peter auch noch ihre Nummer. Aber das Gute ist ja heutzutage, ne? Die beiden sind über 50. Die Chance, dass sie einen Facebook-Account haben und sich über den wiederfinden, ist auf jeden Fall genauso hoch wie der Bodycount von Calvin Kleinen. Guck mal, sie füttern sich. Aber was ganz anderes. Was arbeitest du? So eine Frau wie dich habe ich wirklich noch nie gedatet. Das ist was Schlimmes. Bist du Kino-Darsteller? Ja. Kennst mich nicht? Nee. Ich fand's mega geil. Auf jeden Fall. Du hast mich zum Lachen gebracht. Ich bin mein Bund. Ein Mann mit Uniform. Heilige Scheiße. Ich werde jetzt gehen. Ich gehe, weil... Ich will auf jeden Fall ein Second Date haben mit dir. Ja, willst du ja, das? Auf jeden Fall. Also, ja. Also, ich habe mich jetzt entschieden. Ich finde es doch ziemlich unangenehm. Auf ihre Art und Weise passen die beiden natürlich zusammen. Denen zuzugucken ist irgendwie wie Santa Shocks essen. Viel zu viel. Man kann irgendwie doch nicht aufhören. Wir haben nach der Sendung auf jeden Fall noch ein paar Mal telefoniert und ein paar Mal geschrieben. Wir haben allerdings sehr schnell gemerkt, dass zwischen uns keine Anziehung herrscht. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, waren zusammen unterwegs. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, wo das Ganze hinführt. Kann so weitergehen. Wie Vox auch immer das gemacht hat, das lief ja sensationell. Und tatsächlich mussten sie auch genau nach diesem Video hier einen Bewerbungsstopp verhängen. Es kamen so viele Bewerbungen rein, die meisten von einer Kim V. und einem Mike H. Auffällig war, dass die Bewerbungen von beiden tatsächlich in der gleichen Handschrift verfasst wurden. Hallo? Aline! Ich habe einen Namen vergessen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Dann mal gucken, was dann noch so passiert, ne? Ja, vorhin mit Sina hier. Ja, mit der war ich auch hier. Kommende Woche sehen wir also, was sich die Anna noch alles von dem Florian bezahlen lässt, bevor sie ihn dann abblitzen lässt. Das wollen wir doch sehen, oder? Unbedingt ein Abo mit Glocke da lassen. Wenn euch das Format und mein Video gefallen, dann Leute, Handy rausholen und unbedingt teilen mit einer Person, bei der ihr sagt, das könnte auch gefallen. Das wäre mega. Die ganzen Folgen gibt es bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Anna Banana und der Flo. Und was sagt ihr? Strange oder mega? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Falls ihr Folge 1 nicht gesehen habt, da gab es auch so einen coolen Moment und auch ordentlich Cringe. Und hier gibt es richtig viel Cringe. Gina Lisa will eigentlich den Diogo heiraten und das Ganze eskaliert bei einer Forsthaus-Rampensau-Reunion. Also, das heißt, wir sehen uns gleich hier.